Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. In diesem Video zeige ich euch die neue Glitch-Out-Methode für den Giftcast to Friends. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich werde euch hier jetzt nicht den kompletten zeigen. Ich werde euch nur zeigen, wie ihr euch verglitcht, okay? Alles andere tue ich dann in die Infobox oben rein und als angepinntes Kommentar. Da könnt ihr euch, wenn ihr nicht wisst, wie der Giftcast to Friends an sich funktioniert, könnt ihr euch dann das Video angucken. Das hier ist nur, wie man sich verglitcht. Ihr braucht wieder, wie vorher, auch ein Fahrzeug, was ihr aus eurer Arena bestellt habt und kommt damit hier zu dem LSK-Meet. Hier für alle, die nicht wissen, wo der ist, hier einmal zum LSK-Meet. Dann werdet ihr euch einmal einen Simeon, Gerald oder Martin Job bestellen, also anfordern. Ihr ruft dort an und fordert einen Job an. Wenn ihr das alles gemacht habt, also ein Fahrzeug aus der Arena, ihr hierher gekommen seid, freies Zielen eingestellt habt, falls ihr euch teleportieren möchtet, und dann könnt ihr hier in die Garage reinfahren. In der Garage angekommen, werdet ihr einmal aus eurem Auto geschmissen, da setzt ihr euch einfach wieder rein, dann drückt ihr einmal Viereck und geht auf die Teststrecke mit X. Alleine betreten, also ob ihr jetzt alleine betreten macht oder mit anderen Spielern betreten, das ist völlig egal. Das macht keinen Unterschied. Seid ihr auf der Teststrecke angekommen? Hat sich jetzt nicht sehr viel verändert. Also wir müssen das wieder mit dem Tor machen. Ihr müsst das Handy aufmachen. Geht auf eure Jobliste. Mittlerweile müsste der Simeon-Job da sein. Es darf kein Job drüber sein. Wenn ein Job drüber ist, müsst ihr den vorher löschen. Deshalb checkt es vorher ab. Wir müssen nämlich jetzt nicht wie vorher mit offenem Handy, sondern wir müssen mit geschlossenem Handy auf das Tor zufahren. Sobald die Bremslichter von eurem Auto hinten angeht und das Auto bremst, bevor die Cutscene kommt, müssen wir das Handy öffnen und X durchspammen, sodass sich der Job öffnet. Das muss dann zweimal im Job flashen, dann wisst ihr, dass ihr es getroffen habt. Ansonsten fahrt ihr einfach wieder hier auf die Teststrecke und probiert das Ganze nochmal. Also ich habe keinen Job oben drüber. Ihr müsst da jetzt auch nicht Vollgas auf dieses Tor drauf zufahren. Ihr könnt es auch geschmeidig machen. Einfach drauf zufahren, dann zack, Handy öffnen und X durchspammen. So, jetzt hat sich der Job geöffnet, es flasht im Hintergrund und jetzt könnt ihr einfach wieder den Job verlassen. Also der Job muss sich in dieser Cutscene öffnen, dann wisst ihr, dass ihr es gepackt habt. Einfach dann auf Beenden gehen. Und dann werdet ihr jetzt wieder hier draußen spawnen, also in der im LSK-Meet. Und ihr werdet keine Minimap haben, wie ihr links unten seht. Jetzt müsst ihr nur noch einmal zu eurer Arena. Entweder fahrt ihr mit eurem Auto, das müsstet ihr dann jetzt hier drinnen suchen, wo das steht. Und dann könnt ihr damit rausfahren und fahrt damit zu eurer Arena. Oder ihr teleportiert euch zu eurer Arena, so werde ich das machen. Und dann könnt ihr euch euer Auto auch einfach über Fahrzeuge rufen. Und zwar geht ihr in der Arena oder bei der Arena auf so einen blauen Job drauf, startet diesen. Sobald dieser gestartet ist, geht ihr einmal auf eure Freundesliste und sucht euch jemanden, der in einem anderen Zielmodus ist. Deshalb sagte ich am Anfang freies Zielen einstellen. Denn es ist einfacher, jemanden zu finden, wenn man im freien Zielmodus ist, wie wenn man in einem vollen Zielmodus ist, weil die meisten halt vollen Zielmodus spielen. Dann sucht ihr euch einen Spieler raus, der seit ein paar Minuten GTA spielt. Dann wartet ihr auf die erste schwarze Meldung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob derjenige in einem anderen Zielmodus ist, joint ihr ihm einfach noch einmal. Und dann, wenn sich die schwarze Meldung in diese Zielmodus-Meldung hier geändert hat, könnt ihr das Ganze einmal verneinen. Und schon sind wir an der Arena. Nun gehen wir einmal auf Fahrzeuge und tun unser persönliches Fahrzeug anfordern. Und das ist ja das Fahrzeug aus der Arena, was wir eben benutzt haben zum Verglitschen. So, Fahrzeug wurde angeliefert. Jetzt müsst ihr mit diesem Fahrzeug, müsst ihr nun einmal in diese Garage fahren,
wo euer Fahrzeug herkam. Also auf dieselbe Garageebene, okay? Bei mir ist es die Werkstattebene. Dann seht ihr diesen verglitschten Bildschirm und werdet jetzt durch die Map fallen. Und dann müsst ihr einfach Dreieck drücken. Einfach Dreieck spammen. Dann spawnt ihr wieder hier. Und ihr seht da hinten, jetzt haben wir es nur kurz gesehen, ist gerade mein Auto einfach weggefahren. Und damit ihr jetzt nicht durch die Map fällt, könnt ihr jetzt entweder euren RC Bandito anfordern. Ihr fordert euren RC Bandito an und steigt dann dort einfach wieder aus. Dann fallt ihr nicht mehr durch die Map, wenn ihr so blinkt, wie ich gerade geblinkt habe, wenn ihr ausgestiegen seid. Wenn ihr nicht blinkt, dann seid ihr nicht richtig verglitscht. Ihr müsst blinken, wenn ihr das mit dem RC Bandito macht. Oder ihr startet einfach so einen blauen Job, der in der Nähe von eurer Arena ist. Das ist die andere Möglichkeit ohne RC Bandito. Geht in den Job einmal rein, geht aus dem Job einfach wieder raus. Und dann werdet ihr auch blinken. Ich werde jetzt nicht blinken, weil ich das ja gerade eben schon mit dem RC Bandito gemacht habe. Ihr werdet dann auch blinken. Ich weiß nicht, ob es ohne Blinken geht. Auf jeden Fall fallt ihr dann auch nicht mehr durch den Boden und könnt euch dann zu der bekannten Giftcast to Friends Stelle machen und mit eurem Kollegen Autos traden. Das war's mit diesem Video. Ich verlinke nochmal das alte Video, damit ihr seht, wie man Autos hin und her schiebt. Falls es jemand guckt, der das noch nicht gemacht hat, einfach auf das andere Video klicken. Ich bin jetzt hiermit raus. Peace out, euer Phantom. What?